Ja, um jetzt Rechnungen anzustellen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist etwas kleiner, größer, gleich oder in einem Zwischenbereich bei normal verteilten Zusammenhängen? Dafür bedarf es erstmal einer Funktion und da spielen wir jetzt einfach mal Gauss. Man überlegt sich, es gibt offensichtlich eine besondere Form, eine Glockenform, die ist ein bisschen abhängig davon, wie der Erwartungswert μ ist, wie die Standardabweichung ist. Mal ist die Glockenkurve ein bisschen mehr nach oben noch gezogen, dann ein bisschen gedrückt nach unten, breiter und schmaler. Und welche Funktion passt darauf? Erstmal hat er angefangen mit e hoch minus x Quadrat. Warum? E hoch minus x Quadrat, nur mal angerissen, hätte wegen minus x Quadrat oben, wenn ihr das Grenzverhalten untersuchen würdet, asymptotisch nach links weg und nach rechts weg. Und ja, so halbwegs vernünftig hier die Glocke, die Spitze. Es wäre allerdings genau bei 0. Deshalb müssen wir ja das ganze Spielchen noch nach rechts verschieben. Wer jetzt Probleme hat bei dem Rumbasteln und noch tiefer reingehen möchte, schaut sich dann Transformation von Funktionen an. Ich verschiebe nach rechts, man darf da jetzt nicht durcheinander kommen und nach rechts oder links verschieben, da muss ich ja was mit dem x machen. Und ich mache tatsächlich x minus μ. Viele fragen ja immer, wenn ich nach rechts verschiebe, warum nicht plus? Ich sage ja immer Gegenteiltag. Ich brauche also minus μ für die Verschiebung um μ, immer noch hoch 2. Ich habe die ganze Geschichte schmaler und breiter, das ist ein bisschen fieser. Da kommt hier einmal komplett drunter 2 mal Sigma Quadrat. Da müsst ihr nicht unbedingt in die Tiefe gehen, nur damit ihr mal seht, wie das Ganze zustande kommt, warum. Und wir haben noch nach oben oder ein bisschen platt gedrückter nach unten. Dafür brauchen wir vorne noch 1 durch Sigma mal Wurzel aus 2pi. Ist auch ein bisschen fies. Das wäre jetzt die, ich nenne sie jetzt einfach mal Gauss-Funktion g von x, was auch immer dann bei euch steht. Das wäre erstmal die Funktionsgleichung entsprechend für normal verteilte Zusammenhänge. Und jetzt geht es ja letztendlich, ich wollte ja irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten rechnen und wir haben ja hier jeweils immer die Anzahl abgetragen. Das heißt, das, was hier rauskommt, ist ja grundsätzlich erstmal keine Wahrscheinlichkeit. Und der Trick, oder wie auch immer ihr es nennen wollt, bei der ganzen Geschichte ist, wenn ihr bei Wahrscheinlichkeitsverteilungen alles aufsummiert, muss ja die Wahrscheinlichkeit 100% rauskommen. Und hier bei der Normalverteilung, eine stetige Verteilung, wie wir es ja geklärt haben, geht es jetzt darum, dass man den Flächeninhalt entsprechend gleich 1 hat. Der komplette Flächeninhalt gibt die Wahrscheinlichkeit 100% gleich 1 an. Das wäre in der Schreibweise dann Integral von minus unendlich bis, naja, plus unendlich, beziehungsweise wo ich dann hier fertig bin. Ich nenne das jetzt mal, vielleicht habe ich das auch z genannt, was auch immer, bis z für die Funktion g von x dx. Das ganze Spielchen müsste gleich, wenn ich für z, müsste ich eigentlich noch dahin schreiben, mach mal ganz genau Limes z gegen plus unendlich, dann kommt da gleich 1 raus. Und entsprechend habt ihr für sämtliche Werte, die ihr dann entsprechend einsetzt, nehmen wir mal eine typische Aufgabe, ihr habt dann, was weiß ich, die Größe von Menschen ist normal verteilt und wie viel Prozent sind kleiner als 1,81 Meter? Dann könnt ihr sagen, die ganze Geschichte, ich suche die Wahrscheinlichkeit für p x kleiner gleich 1,81 Meter. Wie rechne ich das jetzt aus? Der Flächeninhalt gibt mir die Wahrscheinlichkeit an, also das Integral von minus unendlich bis 1,81 für entsprechend die Funktion g von x dx. Das Ganze wird dann im weiteren Verlauf, damit ihr nicht immer Integralrechnung machen müsst, noch in tabellarisierter Form auftauchen. Das mache ich aber dann in den nächsten Videos klar.